Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu The God of War. Ja, wir sind nach unserem sehr tollen Kampf hier, der hier die halbe Gegend zerdeppert hat. Dementsprechend jetzt haben wir den Typen gekillt. Fragezeichen, Ausrufezeichen, hoffe ich mal. Und dementsprechend wollen wir natürlich da mal weitergehen, ne? Gehen wir mal hier weiter. Hep. Moin. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Ich habe getan, was nötig war, genau. Über Vorsprung laufen. Oha. Sehr instabil die Gegend hier. Du hättest sterben können. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Yay, Jump. Da geht's nach oben. Da, wir müssen, wenn ich das jetzt richtig sehe, darüber, ne? Genau. Aber da geht's auch nach oben. Immer mit der Ruhe, Leute. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Ach, hier muss ich sogar hin. War das, kann das sein? Ist schon immer hier? Gute Frage. Hilf mir mal da rauf. Dann sehe ich mehr. Gute Frage, ob das schon immer hier war. Warte. Hab. Okay. So. So, da freezen wir das mal. Okay. Helf mir ihn mal hoch. Ich hoffe, ich habe jetzt da nichts. Geschafft. Und dann. Junge. Jawohl. Junge. Jawohl. Dieser hängende Eimer? Ein Opferfass? Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. So. Plump. Sorry, aber ich musste da mal gerade so und so, ne? So, ich muss ja hier wieder. Nee. So, einmal zack. Also die Mechanik finde ich schon mal ganz nice. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ja schon mal ganz nice. Ist etwas. Dann komm.
werden wir uns das etwas mal genauer angucken. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Ja. Gut möglich. Achso. Ich verstehe schon. So, dann machen wir hier gleich die Kette. Ich sehe gerade, da drüben ist etwas. Will ich haben. Hep. Und hep. Und nein. Meins. Und ich würde sagen. Gut. Okay. Also hier über die Kette kommen wir wieder gut zurück. Dann hoffe ich mal, dass das wirklich optional ist hier. Gerade der Weg. Oder dass ich wenigstens so weit zurückkomme, dass ich in dem Sinne schon mal sehen kann, so ja, okay. Sieh nur, die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Und da hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Sie hatte die... Das heißt, rein theoretisch, ne? Die Bäume, die wir da hinten abgeholzt haben, hat sozusagen ja dann der, dieser, Dings hier, diese Schutzzauber eigentlich nur unterbrochen. Ne? Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Reichhändig. Warte auf mein Zeichen. Und Feuer! Noch mehr Graugard! Und zack. Zack. Wow. Na, voll hoch. Wow, der schleudert ja voll. Junge, Konzentration! So. Gefahrenanzeige. Gefahrenanzeige um Kratos zeigt, herum zeigt Gegner aus Sichtweite an. Goldene Zeiger bezeichnen, kennzeichnen Gegner in der Nähe. Leuchtet der Zeiger rot, bevorstehende Angriffe. Lila Zeiger kennzeichnen Projektilangriffe. Okay. Schnelle Wende machen. Ah! Hui, hui. Sei bereit, Junge! Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Na. Hab ich. Dir erlaubt mein Jung anzugreifen. Halte die Spannung. Achtung,
Zack, zack. 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 Zack, zack. Fast geschafft, nur noch zwei. Zack. Fast. Und du da oben. Oh noch. So. Okay. Wie war ich? Hab ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Drauge. Projektil. Diese Drauger schleudern Feuerbälle. Wie machen sie das? Sie greifen gern aus der Ferne an, was sehr lästig ist. Wenn wir gegen andere Gegner kämpfen, aber zum Glück halten sie nicht viel aus. Okay. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Sieh mal. Sieh her. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie... So. Willkommen, Jötnar. Die Jötnar hatten hier eine Siedlung. Riesen, so nah an zu Hause. Aber wie lange ist das her? Wie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ob hier noch was liegt. Ja, man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. Ja, ein bisschen Hacksilber. Hier liegt noch was. Ach, das war ein Heilkristall. Das ist natürlich sehr hilfreich. So. Muss ich hier eigentlich lang? Ja, hier muss ich sogar lang. Dann habe ich, glaube ich, da hinten bei diesem umgestürzten Baum noch was übersehen. Aber ist mir jetzt erstmal relativ. Ich will ja keinen 100% unbedingt anstreben und vielleicht komme ich später ja nochmal hin. Hallöchen. Ups. Daneben gewesen. Okay. Noch mehr Hacksilber. Ja, komm. Dann gehen wir mal hier hoch. Und up. Ich erkunde zwar sehr viel, aber ne? Und so viel ich kann, aber in dem Sinne versuche ich natürlich auch noch mal ein bisschen die Story zu machen. Stimmt, eigentlich müsste ich hier auch zurück können, ne? Weil da hinten ja diese Kammer ist, die ich nicht. Zack. Also ernsthaft. Noch weil, etwas? Weil lass da die Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Ne? So. Diese Gegner werden wütend und sehr aggressiv, wenn man eingefroren ist. Vater sollte unbedingt bei Frostexplosionsangriffen ausweichen. Ah, okay. Gut zu wissen. Komme ich hier noch irgendwie? Ach nee, ich glaube, das ist... Kann das sein, dass da der Baum ist? Eventuell. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Oh ja. Oh ja. Truhen sind immer gut. Looting! Ja. Zing. Hells. Berührung. Leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe taumeln. Was?
ins Taumeln bringt und zurückstoßt. Okay. Runenangriffe. Sie haben das Juwel für einen leichten Runenangriff, Hells Berührung, erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffe mit leichten oder schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können in Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Ah, okay. Also sozusagen hier, Hells Berührung. Okay. Gedrückt halten. Okay. Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Okay. Okay, jetzt habe ich in dem Sinne... Achso, das eine ist für die leichte, das andere ist für die schwere. Ah, verstehe. Also in dem Sinne wäre das sowas halt hier. Aber, Dings und dann... Wow, wie machst du das? Das. Genau das. Genau. Ich glaube, hier kommen wir durch. Okay. Und... Los. Danke. Los. Da ist der Berg! Gehen wir! Noch nicht. Sie hält! Siehst du? Siehst du? Plock, plock, puff. Ah, Gott. Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! Oh, shit. War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Vor allen Dingen schaut euch mal um. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Nicht tot, nicht tot. Die Gegnerschwierigkeit wird durch Farbe und Zahl am Gesundheitsbalken angezeigt. Gegnerischer Gesundheitsbalken sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Okay. Denker, Präzision geht vor Tempo. Okay. Zack. Gut. Zack. Nächste. Zack. Hier ist noch was. Gib dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. So, Draugar Projektil. Er muss sein Projektil erst formen. Wenn einer von uns seinen Angriff unterbrechen kann, muss er erneut beginnen. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Ich würde sagen, nicht alle sind tot. Als tot, sozusagen. Warte. Erstmal will ich meistens da mal meine Axt. So. Weil sonst habe ich das Gefühl, dass der wieder aufsteht.
irgendwie so minimal so das Gefühl. So, was steht denn da? Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Okay. Handelsgründe. Ich habe etwas gefunden, das anscheinend ein Marktplatz war, auf den sich Götter und Riesen zum Handel getroffen haben. Das muss vor dem Krieg gewesen sein. Etwas bricht durch die Mauer! Etwas bricht durch die Mauer! Ja. Allerdings, wenn wir das erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es denn weitergeht, hier bei The God of War. Mit mir, eurem Levos Kisan.